Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Wir werden heute mit Holz uns beschäftigen, da ja Regenwetter angezeigt ist. Dazu starten wir mal. Ganz kurz. Ich habe heute mal an der Aufnahmeprogramm aktiviert. Mit OBS Studio. Muss ich mal sehen, die erste Folge wieder zu hier. Das ist eigentlich habe ich schon. Aber es könnte sein, dass einer oder andere noch zu laut oder zu leise ist. Auch natürlich nicht, dass ich zu gut zu hören bin und natürlich, ja, die Musik soll nicht zu laut sein. Aber aktuell scheint die, naja, ganz fertig. Aber schauen wir mal, ne? Auf. Ja, leider ist immer noch Regen. Viel Regen. Wenn wir uns anderweitig beschäftigen würden. Die Ernte Raps und Weizen wird warten müssen, leider. Aber irgendwie wird schon gehen, ne? Komm hier wieder raus und rückwärts, ne? Die Musik war nicht. Neuer Titel. Ja, die Titel sind ja auch unterschiedlich laut, das ist das nächste Problem, aber im Großen und Ganzen sollte, denke ich mal, passen. Vielleicht noch nicht so laut, kann auch sein. Leiser reden, weiter weg. Ja, Holz und mehr ist ja aktuell in Arbeit. Ja, mal schauen. Holz verkaufen, bisschen Geld verdienen, das Lager aufbauen. Ah, hinten schon da. Achso, gut. Ein bisschen weiter weg schieben, ne? Dann kann man besser sehen. Da kommen wir nicht raus. Müsste ich erst die Stumpenfräsen aktivieren. Wäre eine Option. Die Fräse ist da, ne? Und einen Traktor holen. Dann holen wir einen Traktor. Dazu steigen wir aus und holen einen Traktor. Ja. Wie gesagt, drei Folgen musste ich leider löschen. Die waren nichts. Aber ich habe schon erzählt in einer anderen Folge davor, dass wir im Prinzip da die Kühe gemacht haben teilweise. Ja. Die anderen Dinge halt, ne? Da waren schon drei Folgen wieder neu aufgenommen. Beziehungsweise habe ich gemerkt, dass die drei Folgen die Qualität nicht passte und daher habe ich schon drei Folgen schon wieder fertig. Tja, ich habe jetzt die Woche frei. Wegen Corona. Es gibt keine Ausgangssperre in dem Sinne, was alle so behaupten. Das ist nicht der Fall. Wir haben, wir sind gebeten, im Prinzip keine Menschenmassen zu aufzusuchen. Im Grunde soll man Abstand wahren von 1 bis 2 Meter und maximal 6 Personen. Bei 6 Personen kommt Polizei. Aber da wir zu Hause sind und lieber spielen, mache ich heute ein paar Aufnahmen fertig. Mal schauen, ob ich alles schaffe.
möglich. Vielleicht haben wir 17 oder 10. Also 3-4 Aufnahmen sicherlich gut. Oder sogar mehr. Aber ich werde keine übermäßig viel Folgen machen. Bleibt dabei 2 Aufnahmen pro Tag pro LS-Spiel. Wahrscheinlich tendiere ich das irgendwann auch. Wahrscheinlich, betone wahrscheinlich, auf eine Folge pro Tag zurückzugehen. Muss man sehen, wenn ich da mit Mist beginne, sollte, mit Mist, also das Spiel Mist, das ist auch so eine Art Zombie-Spiel, muss ich mal schauen, ob das besser ist, wenn man pro Tag, wenn ich schon 4 Aufnahmen zeige, dann mit S und auch nur eine. Ne? Das war schon verkehrt, das ist richtig gewesen. Aber ich weiß nicht genau. Und LS aufhören oder eine Serie komplett aufhören, will ich eigentlich auch nicht. Weil dazu und alles so viel investiert an Zeit und so, ne? Das wäre zu schade, wenn man das aufgeben würde. Ob nun Thüringen oder die Marsch, macht mir beide Spaß. Reell würde ich nur einen Spieler spielen, also wahrscheinlich hätte ich ihn aufgehört, ne? Und hätte ein neues angefangen, immer so. Aber ich ziehe dir jetzt durch, ich will hier möglichst viele Felder kaufen. Und da schon viel auch. Ja, viele Produktionen aktivieren. Aber einer am anderen, ne? Ich sag mal, das Geld muss erarbeitet werden. Und dann können wir auch die Firma bauen. Das Lager will ich hier probieren und das denke mal, wenn mit Holz am besten hinkriegen, Geld zu verdienen dafür. Und ja, der kleine Fleck, das passt eh. Der mit Holz kann man hier ganz Geld verdienen. Und dann kann man auch später hier das Sägewerk errichten und dem Ende hier. Ein bisschen vorher planieren, ein bisschen absenken und auf Feldhöhe bringen so ungefähr, dass wir hier nicht so viele Sprünge reinkriegen. Also wenn ich hier ein Gebäude raufsetze, dann hebt das den Rest nicht an. Das wäre halt die ungünstig, wenn man nur schräge Bomben ist nach oben, dann kann man ja vorher die Wände platt machen so ungefähr, ne? In der Höhe wie da vorne das andere Gebäude steht. Fuselage zum Beispiel. Das kann man alles dann vorher einebnen, das geht ganz jetzt drauf. Hier kann ich aktivieren. Jetzt haben wir 08. Das Schöne ist, die Leistung ist hier etwas geschoben, ne? Der Rechner wird geschoben. Aber wo man testen, gut. Gute Qualität, das will ich mal zusagen, ja. Will ich den Tag von Abend loben, also mal eine Folge aufnehmen und dann mal ganz kurz anschauen, anhören und wie das ist. Ja, die Stumpen müssen weg, dann können wir auch besser arbeiten, ne? Und den LKW auch durch. Denn festliegen ist dann schwierig, ne? Hat er ausgenommen einen Baumstamm? Ich glaube ja.
So. Ja, die Aufnahmen laufen jetzt wieder mit 60 FPS. Mal hören, so zählen kann es. Und ich denke mal, das ist besser. Weil bis 60 FPS mehr hochladen kann, leistungsmäßig, und dadurch, wenn die Bildqualität so in die höhere Niveau steckt. Mit Beschwerden kam nicht bei 30. Ich denke mal, mit normaler Auge wird es nicht sehen. Ne? Hier muss ich aufpassen bei den vielen Baumstämmen, dass da sehr schon gefährlich da. Drei für die nicht immer. Ich höre die Baumstämme gleich weg. Den würde ich auch gerne verkaufen, ne? So. Sogar den Baum, der steht. Das macht er auch. So. Ups. So, mal schauen. Vorne sind noch ein paar. Wenn ich gut rankomme. Sieht schon leer, ne? Erst vorher wegsammeln, sonst muss die Fräse alles Holz weg. Na gut, der Kleine ist noch vertraglich. Baumstamm da und der Rest da oben die Zipfel. Und weg ist er. Gleich aufgeräumt. Jetzt scheint die Musik wieder normal zu sein. Ich weiß nicht, die waren ziemlich laut. Ja, das Wetter hier ist nicht schön. Ich habe überlegt gehabt, ob ich eine andere Region-Mod aufspiele. Ein Versuch wäre. Viel Schaden kannst du nicht anrichten, ne? Wenn der Regenwetter ist ja hier kontraproduktiv. Kann man gleich mal nach der Folge testen. So. Jetzt haben wir 20.48 Uhr, spätestens 0 Uhr. Zumindest versuchsweise alles Wetter kriegen. So, mal gucken mal. Da müssen wir von der Straße weg. Den Kleinen dann noch mitnehmen da. Werde auch mit der Partie. So. Jesus, ja gut.
Muss ich schauen, dass ich da oben die beiden 3, 4 mitnehme. Denn die kommen nicht durch. Am Ende. Mit den kleinen kann ich ja rüberfahren hier. Und die anderen sind so dick, das macht nichts. Hättet man nicht alles mit, ne? Wenn man blöd. In den nächsten Stamm versuchen, den nächsten Bäumchen da zu nehmen, den Part. Der soll rumliegen noch. So, aufladen. Ja, dick ist gut. Das mal aktiviert, dann fahren wir weiter. Dann ist auch voll, ne? So, liebe Zuschauer, das soll es dann für heute gewesen sein. Kleine Testaufnahme, ich hoffe, dass es gut ging. Dann seid mal tschüss und winke winke, ciao ciao. Ja, und sieht sich dann vielleicht zur nächsten Folge. Tschüss. Da würde ich mich freuen drüber und danke fürs Reinschauen.